Willkommen zurück zu schlechten Intros und guten Horror-Games, denn wir spielen heute das neue Game von Vidas Games. Cave of Illusions habt ihr möglicherweise bei mir gesehen, das war, ich glaube, Cave of Illusions war das Game, womit ich so richtig meine neue Liebe zu Vidas Games, glaube ich, gefunden hatte. Denn heilige Scheiße, das war ein sehr, sehr gutes Horror-Game mit sehr viel surrealen Horror, worauf ihr steht, ich stehe, der Tisch steht auf dem Boden, der Bildschirm steht auf dem Tisch, wir stehen mit der Maus auf Play und starten dieses Spiel. Ich meine, es ist wesentlich kürzer als das normale Cave Illusions, ich rede gar nicht mehr. Wir lassen einfach das Spiel für sich selbst reden. Sicke Augenbrauen, Bro. Entschuldigung. No, dear. I know this is not your favorite place. But what happened is over. Okay, also Nachfolger. We have to move on, Sophie. Here, have some money. Go buy something. Doch nicht. Fun. Toe, nobody. Ah, weil's. Haha, Toe. Ha! Ich dachte gerade, das ist bestimmt irgendein Wortspiel mit Monopoly. Und ich dachte mir, warum Toe? Aber ha, Toe. Funny. Crabble. Twaster. Okay. Battle Nips? Ach, Battleships. Aha. Tanks and Ladders. Was sind Tanks and Ladders? Stairs and Ladders? Oder wie? Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ich kenne das Spiel, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Okay, schön. Ich weiß übrigens nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wie er es hinbekommt oder die beiden es immer hinbekommen, aber ich fühle mich jedes Mal, wenn ich ein Spiel von denen starte, vielleicht auch einfach, weil ich deren Spiele kenne, sofort super unruhig und unwohl. Vielleicht ist es einfach, weil es so seltsam ist alles. Es ist schwer zu beschreiben, aber man fühlt sich einfach direkt in einem Albtraum. Es gibt kein richtiges Intro, ich starte einfach irgendwo hier und jetzt kaufe ich mir irgendwas, was Spaß macht. Okay, was würde ich denn gerne spielen? Den großen da, den will ich haben. Das ist meiner. Ich will den. Nein? Kann ich Tanks and Ladders haben? Nein. Okay. Was darf ich mir denn kaufen? Du gibst mir Geld und kann ich nicht mal holen, was ich will? So ein der Scheiß. Okay. Wonach suche ich denn genau? Was möchte ich denn haben? Nichts hiervon anscheinend. Okay, dann tippst du mir mal ein bisschen. Mom? Gott, fucking damn it. Okay, ich glaube, es ist kein Nachfolger vom ersten Spiel. Ich glaube, es ist einfach, I don't know, einfach was anderes mit Twisty. Hieß der Twisty? Ich weiß nicht, wie der Clown hieß. Auf jeden Fall das Clownvieh. Okay. I'm ready. What? Oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's. Wir spielen wirklich ein Brettspiel. Wow. Wir spielen wirklich ein Brettspiel. Quirky Quacker Love Tunnel. Und wir ziehen eine Karte. God damn it, ey. Item. A rideable blue duck. Only befriending foes if you neglect it, okay? Okay, also ich muss mich drum kümmern. Check cards. Oh, das ist großartig. Achso, ich muss escape. Need a hand? Okay. Rotten candy. Okay. Rotten candy, not bad. Grafikbug. Got you. Okay. Ich schau mir gerne die ganzen Sachen an. Okay, hier sind ein paar Grafikbugs oben. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber. Goddammit. Kann ich hier was werfen? Nein, kann ich nicht. Okay. One soul to play. What the fuck? Okay, dann gehen wir mal in den Liebestunnel. Ich hab Bock auf einen Liebestunnel. Und ich muss mich um die Rideable Blue Duck kümmern. Okay, vielleicht sollte nicht unten rechts, sobald ich. Guck mal, ich mach die Karte auf. Wenn ich mit Escape zumache, es geht nicht anders. Steht direkt rechts unten, ob ich zurück ins Menü möchte, weil ich halt Escape gedrückt habe. Ich glaube, es sollte nicht passieren. Ja, okay. Oh. God fucking. Fuck you.
Das ist aber. Das ist eine gelbe Duck. Das ist nicht die blaue Duck, die du mir versprochen hast. Oh. Hi. Click E to stand up, sit down. Oh, ich muss wahrscheinlich irgendwelchen Sachen ausweichen oder so. Okay. Soweit, so gut. Ist jetzt ja alles in Ordnung. Ich traue der Scheiße nicht. Was ist da drin? Hä? What? Okay. What? Okay. Ganz oft E drücken. Was ist mit dir? Was bist du? Richtig gute Idee. Okay, also ich sollte das nicht nehmen, sonst verliere ich meine Hand. Schlussfolgere ich mal. Was ist das für... Ach, ganz komische Reflexion. Na gut. Ich bin so unruhig bei seinen Spielen immer, ne? Es ist... Wieso kann ich jetzt überhaupt weiter? Ich... Okay. Wir sind einfach along for the ride. Oh, was mache ich mit ihm? Da stand irgendwas mit, das Ding wird nur meinen Feinden helfen, wenn ich mich nicht drum kümmere. Was? Was? Das sind einfach Albträume. Leave me alone. Okay, wo muss ich lang? Ich folge einfach. Okay, ganz viel E drücken hier. Okay. Ich renne. Ich finde, die Spiele von dem sind ein Beweis dafür, dass Horror-Games nicht unbedingt immer eine kohärente Story oder sowas brauchen. Du kannst einfach nur Albtraumsequenzen erstellen, die dich spielen lassen. Und es funktioniert auch. Okay, da muss ich beeilen. Okay, aber richtig Vorsprung. Ja, okay, das reicht locker. Sehr gut. Sehr gut. Jesus fucking. Okay. Quack, quack, Motherfucker. Yep. Okay. Das war ein toller Liebestunnel. Hier kommt doch irgendwas. Nein? Okay. Wir haben es geschafft. Wie schön. Giddy up, Carousel. Und die Karte ist? Talking Horse. Das ist super cool gemacht mit dem Arm, den man das gibt. Wenn es nur einen Knopf zum Stummschalten hätte. Aha. Kann ich irgendwas mit den Karten davor machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. What? Oh! Okay, was? Oh nein, was passiert hier? Ah, oh, das ist... Ah. Das sind die Schritte vom Brettspiel, die ich hingelaufen bin und hier angekommen bin. Aber ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Warum sind hier Löcher? Ah. Haha. Funny. Real Troll. Lustig, lustig. Okay. Aha. Goddammit. Ja, wie gesagt, ihr braucht nicht mal unbedingt immer eine geniale Story oder großartige Grafik, um interessante Horror-Games zu machen. Meine Spielzeuge werden mich nie verlassen, hoffe ich doch. What? What?
Okay, welche müssen hoch, welche müssen runter, oder was? Alle hoch? Wahrscheinlich völlig falsch. Ah, schwarze Augen hoch, weiße Augen runter. Seltsam. Hibbidi Hoppert. Da freue ich mich doch drauf. Hibbidi Hoppert. Vielleicht das Spiel doch ein bisschen länger. Ich meine, wenn ich alles von denen als einzelne Sequenzen haben werde. Ich meine, es müssen ja 6 Stück sein. Hint. Ich krieg einen Tipp. Vielen Dank. Boah. Fuck's sake. Bewegt sich das? Nee, ist wirklich eine Illusion, ne? Heilige Scheiße. Okay, ich wollte gerade extra darauf achten, ob es sich nicht vielleicht doch ganz leicht bewegt und dann noch mehr verwirrt, aber God damn it. Klappt das bei euch? Bewegt mal eure Augen so nach links und rechts so ein bisschen im Kreis, also in diesem Feld drin. God damn it. Ugh, okay, okay. Wer braucht Tipps, wenn man Illusionen hat? Dankeschön. Vielen Dank dafür. Was haben wir jetzt hier dran? Remember not to run, sweetie. Fuck you. Okay, ich halt nicht. No, 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 no. What is happening? Dong, dong. Was? 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 Was für ein Sound ist das? Einfach nur das Nicht-Rennen, ne? Das macht mich nervös, weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich renne, weil ich traue ihm brutale Jumpscares zu, wenn ich es doch machen sollte. Oder sind es die Dinger, die einfach in die Wände knallen? Das kann auch sein. Nein, sind sie nicht. Warum bewegt es da hinten noch? What? Bin ich sicher? Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich unsicher. Ich fühle mich sehr unsicher. Kann ich hier drüber? Nein, ich muss drüber. Ich will Dinge am Blick behalten, um sich anfangen wieder zu bewegen, wenn irgendwas langläuft oder so. Ist das einfach die Hintergrundmusik? Ich glaube, das ist einfach die Hintergrundmusik. Ich glaube, wieder ist es einfach ein Arschloch. Ich glaube, das ist es. Mehr gibt's nicht. Okay. Oh, und Rätsel. What? Okay, what? Fuck. Das Bild von eben. 3. Okay. Okay, der Ball rechts. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Aha. Nein, weg. Okay. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist bis jetzt richtig. Ist das so ein Ausschnitt davon? Ich finde, dass hier rechts, das passt nicht. Was? Ich bin sehr verwirrt. Ich meine, das hier muss doch eigentlich richtig sein. Ja, das da oben ist, das ist richtig. Das, so ist besser. So ist besser, so ist besser. So ist gemeint, ne? Ich soll doch rennen. Ich nehm's zurück.
Oder wirst du auch langsam nicht rennen? Nein, du bist schnell. Du bist sehr schnell. Okay. Aha. Ein bisschen rutschen mit dir, ne? Freudig, spaßig, lebensfroh. Aha. Noch drei, glaube ich, ja. Tiptoe Treat Trail, glaube ich. Goddammit. Mhm. Zeig mir meinen Tipp. Sucked on candy cane. Look at that tip. Aha. What? Achso. Ah. Was sehe ich da links? Ist das meine Schulter, die es bewegt? Ich glaube schon. Okay, also. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Soll ich dagegen schlagen? Nein. Hier ist nichts. Eine Waffe zu haben, gibt mir mal kein gutes. Gar kein gutes Gefühl. Falscher Weg, ha? Okay. Candy isn't free, Sophie. You can't just take what you want. Mhm. Was? What? Kann ich dich töten? Ja. Jesus, what the fuck? Okay. Ah, das war nicht meine Schuld, das war dieses ganze... Ich hab... was? Ah, doch, so. Was? Okay, hallo. Ah, ist ein Zufall. Ich habe so hoch gewürfelt, dass ich genau aufs nächste Feld komme. Was ich für ein Glück habe. Was? Titter Toy Store. Aha. Aha, aha. Okay. A deck of cards. Wow. How useful. Dankeschön. Ach, ich bin im Laden von vorhin. Nur super klein. Und der Zug fährt hier wahrscheinlich gleich lang, oder? Jesus. Das ist ein großer Raum. Okay. Hier hinter? Ja, kann ich nicht hinter. Oder von der Seite? Okay. Hier ist auch nichts drin. Okay. Ah, hier. Okay. Können wir nicht lieber Crabble spielen? Memes? Memes, sehr gutes Wort. Okay. Kann ich hier runterfallen? Nein. Goddammit! Was? Ich sollte gar nicht wegkommen. Okay. Okay. War das ein Grafikbug oder war es ein Jumpscare? Ich bin mir nicht sicher. Es war zu kurz, um es zu erkennen. Es hätte auch die Karte hier sein können oder sein Gesicht, weil es hatte schon ein ähnliches Farbschema. Oh, ein Video ist gerade fertig geworden. Wie schön. Ah, hallo da hinten. Okay. Ich muss übrigens sagen, ich weiß nicht warum, das ist eine Sache, die ich seit meiner Kindheit habe. Ich bin immer noch ein gigantischer Fan davon, von Scale in Videospielen. Also wenn man einfach eine sehr große Umgebung hat oder große Sachen in der Nähe von der Matte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas daran catcht mich immer sofort. Dieser Raum ist halt gigantisch groß. Irgendwas davon finde ich einfach immer cool. Ich finde immer, ein Spiel kriegt einen kleinen Bonus davon, wenn Sachen riesig groß sind oder Umgebungen riesig groß sind.
Einfach kreative Umgebung halt oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich halt in der Zeit groß geworden bin, wo sie gerade Spiele angefangen haben, richtig große, offene Umgebung zu haben. Oder ich jetzt als Kind einfach faszinierend fand, dass man es erkunden kann. Dass es einfach immer geblieben ist. Aber sowas mag ich einfach. Über so ein riesiges Feld laufen, super weit über dem Boden. Nein, 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 erwischt mich. Okay, ich kann mich von dir erwischen lassen anscheinend. Okay, es war vorhin Jumpscare. Shenanigan Shingles. Aber das ist doch nochmal 6. Das heißt, für sieb, für die Cave of Illusions kriegen wir nichts, weil wir dann drin gefangen sind für immer. Wahrscheinlich. Ich meine, da sind noch ein paar Karten übrig. Zieh doch mal mehr als eine pro Zug. Aber spielt eigentlich nur wir. Kann er nicht auch spielen? What? It is best to not dilly-dally like a silly Sally. Wizard Weiss saved me a change of Grunders. Ich weiß nicht, was dilly-dally ist. Ich denke mal, sich zu viel Zeit lassen. Watch where you're stepping. Use your damn brain for once, Sophie. Sorry. Blau? Achso, ich lasse aber so Farben zu und Dinger fallen einfach noch runter. Okay. Soll ich alle von denen? Ja, ich will mal runterfallen. Weil vielleicht soll ich ja alle von den Dingern kaputt machen, versteht ihr? Dass es dann irgendwie ein Secret gibt oder sowas? Ich glaube nicht, aber... Who knows? Watch where you're stepping. Ich meine, es geht, theoretisch. Aber geht das immer? Hard Mode. Naja. Kann ich weit springen? Es geht so. Okay, fuck it. Es ist nicht so gedacht. Wäre aber cool gewesen. Dass man irgendein Secret bekommt. Vielleicht geht's, aber sehr schwer dann. Okay. Was ist hier? Nichts. Wie schön. Hopp. Ich meine, hier ging's auch wieder. Mhm. Okay. Okay. Wie schön. Wie schön. Hier passiert was. Das war's? Okay, das war simpel. Okay, jetzt wirklich eine Ansammlung von... Ah, er wartet da auf mich. Okay, das ist cool gemacht. Eine Ansammlung von quasi Mini-Ideen, die er hatte, glaube ich. Quasi ein Spin-Off. Oh. Oh. Oh! Worldbuilding! Wahnsinn! Wir kommen jetzt zurück zu dem Ort, wo wir im allerersten Cave of Illusions angefangen haben. In dem Wald. Wo wir dann die Höhle gefunden haben und seine Welt eingetaucht sind. Okay, also er saugt uns einfach auch da ein. Ich bin mir nicht genau sicher, wer Sophie war. Ob ich jetzt einfach vergessen habe, was die Namen waren. Warte, war Sophie nicht... Hatten wir eine Tochter oder einen Sohn in Cave of Illusions? War so Cave of Illusions? Ich glaube ja. Ich meine, da, wo wir am Ende außerdem unser eigenes Kind getötet haben. War das Sophie? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß leider nicht mehr. Es kann aber sein. Und vielleicht, weil das Kind tot ist, lebt es jetzt halt in dieser Albtraumwelt zusammen mit dem Clown. Das ist spaßig. Was ein Leben. Ja, das ist die Cave. Das ist die Cave. Hallo. Ein bisschen düsterer als letztes Mal. Was ist hier drin? Goddammit. Dann gehen wir mal hier runter. Und haben Spaß und Freude. Wird es wieder breiter wie letztes Mal? Ja. Oder? Ja, das ist der Effekt von letztem Mal. Dass die Dinger immer breiter werden, soweit ich nach unten gehe. Fand ich letztes Mal schon cool. Sehr cooler Effekt. Ich war mir letztes Mal schon nicht sicher, wie das gemacht wird. Ob wir als Spieler einfach kleiner werden oder ob einfach sehr smooth. Sobald wir nach unten, also weiter wir nach unten gehen, ist halt so, sich weiter öffnet und die Umgebung einfach größer wird. Es ist diesmal ein bisschen dunkel, deswegen erkennt man nicht genau, was ich meine. Aber ihr seht ja, die Treppen werden immer größer.
Aber damals in Cave Illusions, also im richtigen Spiel, konnte man es sehr gut erkennen. Ich würde übrigens sehr empfehlen, falls ihr es nicht gesehen habt damals, euch das anzusehen, weil es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Aha. Auch sehr strange natürlich mal wieder. Oh, die letzte Karte. Mystery. Hint. Sweet. Hm? Sweet child. You are finally here. Ja, wir sind das Kind von. I'm so proud of you. The Ring of Fire. Sophie! How could you do this to your mother? Ach, haben wir gewählt, oder was? War die ganze Meere end? Krass. I'm confused. Rapture Central Mall, ja, das ist das Kind aus dem ersten Teil dann. Aber ich dachte, die wurde erschossen. Ich dachte, wir hatten sie erschossen. Ich bin etwas verwirrt. Ich bin etwas verwirrt. Aber ein schönes kleines Spiel vom guten Vidas mit ein paar kleinen Ideen, die er hatte. Gefällt mir wieder gut, aber trotzdem hätte ich gerne mal wieder ein 1-Stunden-Game von dir. Also, mach das. Denn wir verlangen, was du für Spiele entwickelst. Wir sind die Erzwinger deiner Kunst. Du hast absolut gar nichts zu sagen. Nein, war wieder sehr cool. Natürlich ein bisschen kleiner, einfach ein paar kleine Ideen, weil er quasi einfach 5 3-Minuten-Games zusammengepackt in ein Spiel. Aber ich mag das Konzept, das mit dem Brettspiel war cool. Das mit dem Brettspiel, das könnte man ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel machen. So ein 2-Stunden-Game, wo man quasi nur ein Brettspiel spielt und vielleicht dann auch wirklich würfeln muss. Ich meine, gescriptet ist natürlich ein bisschen einfacher. Aber dass man vielleicht so ein bisschen Entscheidung hat, wo man lang geht. Vielleicht manchmal so 2 Wege gehen kann oder sowas. So eine Art Mario Party als Horror-Game. Mit dem Konzept hier. Und in Größe. Das könnte richtig cool sein, wo man vielleicht auch Leben hat oder sowas. Wenn man so alle 3 Leben verliert, ist man komplett tot. Das wäre geil. Und man muss ihn vielleicht besiegen. Wenn er gewinnt, kriegt er deine Seele oder was weiß ich. Oder irgendjemanden, den du liebst. Und du musst halt ein Brettspiel gegen ihn spielen. Und immer auf bestimmten Feldern teleportiert er dich halt in irgendwelche Level. Das wäre geil. Das finde ich cool. Aber ja, sehr interessant. Zu kurz für eine Bewertung, finde ich. Ihr wisst, unsere Regeln. Immer sehr konsequent. Lange Sachen werden bewertet. Schreibt in die Kommentare, was ihr im Spiel haltet. Er wird wahrscheinlich wie immer die Kommentare lesen. Das heißt, beide werden wahrscheinlich die Kommentare lesen, wie immer. Ich hoffe, ihr lasst gute Kritik da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann, euer Craptat.